Oh, ja, ja. So, Samstag ist. Ich war die letzten zwei Tage relativ schleißig. Oder nein, falscher. Ich war nicht schleißig, sondern ich habe sogar gefilmt, aber ich bin nicht dazu gekommen, einen Vlog zu machen. Aber um das wieder gut zu machen, zeige ich euch jetzt erstmal, was die letzten zwei Tage so passiert ist. Und los! Fast. Es ist fast Frühling. Da, die Sonne. So, jetzt bin ich am Weg zum Johannes. Johannes ist ein sehr guter Freund von mir, den ich schon wirklich lange kenne. Und der hat sein Grundstück erweitert durch so einen langen, langen Grünstreifen. Der jetzt aber allerdings mehr gestätten ist als sonst irgendwas. Und wir werden das heute roden und ich werde ihm helfen. Viele Dornen, viele Äste, viele Büsche wegschneiden, ticken, dingsen. Genau das Richtige für den Ostersamstag. Gibt es Ostersamstag überhaupt? Oder ist es nur Ostersonntag und Ostermontag? Karfreitag, Ostermontag, Ostersonntag? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hackeln. In voller Arbeitsmontur. Johannes sein Garten ist nämlich das, was ihr da hinter mir seht, quasi. Und jetzt hat er noch so einen Grünstreifen dazu, den keiner wollte. Und da macht er dann unter anderem einen Basketballplatz. Das muss alles weg. Ah. Ich fasse das jetzt schon. So, eine super spannende Geschichte, worüber ich gestolpert bin. Knochen, was ja noch jetzt die Frage ist, menschlich oder nicht menschlich? Und vor allem ein halb verkohlter Schülerausweis dabei. Also falls jemand eine Sonja G. kennt, die am 1.12.98 geboren ist und in Kottingbrunn wohnt oder gewohnt hat und ins BG und BRG Berndorf gegangen ist, 2013, dann ist alles gut. Falls jemand weiß, dass die vermisst ist, habe ich vielleicht gerade einen Kriminalfall aufgedeckt. Wer weiß. Frisch geduscht und deswegen auch meine Haare etwas ungewöhnlich, sage ich jetzt einmal, mit meinem Deine Mutter Records T-Shirt an, weil heute vor 6 Jahren war ich bei Deine Mutter Records, also nicht heute, aber irgendwann jetzt im Laufe des Märzes vor 6 Jahren war ich bei Deine Mutter Records und habe da folgendes Video gemacht, ist da oben. Wie ihr schon gesehen habt, ich bin gerade im Besitz einer Samsung Gear VR. Ich habe mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, aber so ein bisschen zum Testen. Das ist schon lustig. Also das ist ein relativ cooles Ding. Habe ich mir von einem Kollegen aus der Arbeit mitgenommen. Der einzige Nachteil ist jetzt noch, mit Brille funktioniert es nicht. Also meine Brille ist, also mein Kopf ist glaube ich zu groß. Ich kann es nicht so groß einstellen, dass die Brille
drunter passt, ohne dass sie mir nicht ins Gesicht gedrückt wird. Wichtiger Punkt, morgen ist wieder Q&A-Time. Das heißt, morgen gibt es Fragen an mich, beziehungsweise ich beantworte Fragen, die ihr mir stellt oder die euch interessieren. Ein paar habe ich schon. Ihr könnt es aber gerne auf YouTube, Facebook, Twitter, wo auch immer, gerne Fragen hinterlassen. Und deren nehme ich mich morgen dann an. Und ja, nach ein paar turbulenten Tagen und einem etwas durcheinander gewürfelten Vlog sage ich vielen Dank fürs Zusehen, bis bald und heute zum ersten Mal abonnieren nicht vergessen. Das sagt man so als YouTuber. C'est la vie.